Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls V Oblivion. Ja, im letzten Part, tja, haben wir mal wieder nicht so viel hinbekommen. Der Part war auch ein bisschen kürzer, weil, ja, ich musste den Part schnell beenden, weil, was dazwischen kam. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm für euch. Ja, im letzten Part haben wir wirklich nicht so viel zustande bekommen. Wir haben aber dafür den Typen hier für die Magiergilde zurückgebracht und, ja, wir haben einen unoffiziellen Patch installiert gehabt, den ich, so wie es aussieht, wieder ja nicht mehr drauf habe. Ich habe zwar wieder einen installiert, aber irgendwie wird es nicht erkannt. Und diesmal die deutsche Version, aber irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Daran lag es auf jeden Fall. Es war die englische Version, die ich installiert hatte. Deswegen war auch der gesamte Text hier englisch. Und ja, auf jeden Fall habe ich noch einen Patch installiert und ja, der ist jetzt auf jeden Fall drauf und ich hoffe, dass es ja jetzt trotzdem irgendwo besser ist. So, auf jeden Fall hier, endlich wieder Deutsch. Das ist schon fast mit das Beste. Und es tut mir auf jeden Fall leid, dass der letzte Part so chaotisch, merkwürdig war. Ich wollte den Part nochmal neu aufnehmen, aber das wäre ja auch blöd gewesen. Ich meine, das müsste ja jetzt auch nicht sein, oder? Hätte ich den Part nochmal neu aufnehmen sollen. Ich glaube nicht. Ich habe mich zwar ein bisschen aufgeregt, dass das jetzt alles Englisch ist, aber ja, ich habe mich schon nicht so wirklich darüber gefreut. Aber erstmal gucken wir jetzt. Tretet der Magiergilde bei. Ich bin der Magiergilde beigetreten. Für den Zugang zur Geheimuniversität muss ich Empfehlungsschreiben von sämtlichen Vorstehern der örtlichen Gildenhallen einholen. Ah, und jetzt ist Anvil. Hier ist jetzt ein Hauptziel und dann in den ganzen anderen Städten auch, oder? Ja, Kroll, Bruma. Oh, das ist eine fette Quest. Also schon alleine für diese Quest müssten wir circa 50 Part brauchen oder mehr. Also das Spiel wird hammerhart riesig. Also es wird Hammer. Ja, so viel ist ja schon mal gesagt. So, ich schaue jetzt mal hier, ja, was wir am besten machen könnten. Paranoia. Ich traf einen geheimnisvollen Waldelf namens Glartir in Skingrad, der mich um ein Treffen heute um Mitternacht hinter der großen Kapelle bat. 12.20 Uhr, das könnten wir jetzt sogar machen. Das machen wir jetzt auch. Geil. Ein kleines Vögelchen zwitscherte mir ins Ohr, dass ihr euch in der ganzen Stadt nach Glartir umhört. Unser hiesiger Exzentriker. Ich möchte gerne wissen, warum. Warum? Das geht euch nichts an. Das ist meine Aufgabe. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Hauptmann Dion von der Wache des Grafen, zu euren Diensten. Nun, ihr wolltet mir gerade erzählen, warum ihr euch so für Glartir interessiert. Nein, wollte ich nicht. Ich will nur mehr über ihn wissen. Schön, dann ebenso. Lasst mich euch einen freundlichen Ratschlag geben. Glartir ist verrückt, vielleicht harmlos verrückt, vielleicht aber auch nicht. Lasst euch nicht auf ihn ein. Wenn er euch bittet, etwas Seltsames zu tun, dann kommt erst zu mir, verstanden? Oder zu den Stadtwachen. Lasst uns das in die Hand nehmen. Naja. Wo ist er denn jetzt? Warum ist das jetzt auf einmal hier wieder? Ja, ist anscheinend zu spät, ne? Es ist ja nicht mehr 12 Uhr, sondern 12.23 Uhr. Ja, schade. Also können wir die Quest jetzt doch nicht mehr machen. Ich dachte, jetzt könnten wir kurz einen Abstecher dahin machen, aber irgendwie. Tja, ist das nicht so. Wir könnten jetzt aber auch hier Richtung Quatsch weitergehen. Das hatte ich ja so oder so vor. Und, aber vorher genau, die Kriegergilde, Kämpfergilde. So ist richtig. Da wollten wir ja auch vorher hin. Ich würde sagen, wir schlafen eine Runde und dann gehen wir nochmal zur Kämpfergilde. Schauen, was wir da machen können. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwelche Empfehlungsschreiben sammeln. Und dann geht's ab Richtung Anvil. Willkommen in der Herberge zur Westebene. Ich bin Irina Jiranos, die Wirtin. Ich meinte Quatsch. So, ein Bett bitte. Ich habe eine herrliche Kammer an der Ecke, wenn es euch interessiert. Ja, 20 Goldstücke. Hervorragend. Ich bin sicher, alles wird zu eurer Zufriedenheit ausfallen. Begebt euch nach oben und nehmt die Tür rechts am Ende des Gangs. Schlaft gut. Das werden wir. Auf Wiedersehen. So, rechts die Tür. Was denn nun schon wieder? Falsch. Also diese Beschreibung, ne? Ich werde hier noch bekloppt. So, Treppe rauf und raten. Wir raten jetzt einfach, wo wir lang müssen. Holztür zu Skingrad ist auf jeden Fall falsch. Wir werden auf jeden Fall noch hier unsere Hütte finden.
So, das sieht doch gut aus. Schwierig, schwierig, da ist er. Sehr schön. Wenn wir jetzt eine Runde pennen, sind wir schon wieder ein Level up. Darauf freue ich mich ganz besonders. So, schlafen wir erstmal 6 Stunden. Falls wir denn dann nochmal ein Level up werden können, schlafe ich nochmal so 3. Dann passt das schon. So, ihr seid aufgestiegen zu Stufe 9. Sehr geil. Intelligenz machen wir direkt auf 5. Plus 5. Das ist... Da kriegen wir direkt ein bisschen mehr Magiepunkte dazu. Bisschen auf Stärke und den Rest auf... Ja, komm, Geschicklichkeit. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. So. Na, leider können wir nicht noch ein Level up werden. Wie viel fehlt denn da noch an Punkten? Ah, die Hälfte haben wir erreicht. Schwertkampf ist schon zur Hälfte. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung haben wir schon fast 50 Punkte erreicht. Das gefällt mir. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, und jetzt könnt ihr ehrlich, endlich die Herrlichkeit des Grafikpatches erleben. Denn ich hoffe und glaube auch, dass jetzt ein bisschen hier... hier. Also der Grafikpatch ist echt schön. Gefällt mir sehr gut. Wir gehen mal jetzt raus in die Wildnis und dann genießt es. Ich möchte jetzt am liebsten einen kurzen Schluck trinken, aber ich habe hier leider nichts mehr stehen. Oh, wenn ich gleich noch ein Part aufnehme, hole ich mir vorher was. Es ist mittlerweile schon 23.10 Uhr, also wenn mein Commentary ein bisschen, ein bisschen schlapp und langsam ist, ihr wisst, was ich meine, dann, hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt. Trotzdem möchte ich hier die Weinbeeren sammeln, die wir nicht schon mal eingesammelt haben. Oder ist das ein anderes Feld? Es gibt ja zigtausend Felder in Gothic. Ach, Gothic. In Oblivion. Ja, mein Videospielherz möchte anscheinend, dass ich Gothic spiele. Was ich auch gleich tun werde. Heute kann ich richtig schön lange aufnehmen. Und das werde ich auch tun. So, die ganzen Weinbeeren werden wahrscheinlich... für die Ausdauer gut sein, wobei Weinbeeren, Ausdauer, naja, ist nicht so ganz richtig, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen, alles mitnehmen. Oh ja. Weinrebe steht da unten rechts. Auf jeden Fall sammeln wir hier Weintrauben ein, ne? Das wissen wir jetzt. So, sehr schön. So, und dann noch hier die Reihe. Und dann geht's... Sind diese Schilder schon immer da gewesen in Oblivion? Ich kenne die nicht, ehrlich nicht. Die kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. So, und jetzt geht's ab Richtung Quatsch. Einige von euch, die Oblivion kennen, freuen sich schon darauf, was uns da erwartet. Ich freue mich auch. Aber ich verrate nichts. Was ist das denn für ein fetter Pilz? Also mit diesem Grafikpatch haben sich auch die ganzen Pflanzen verändert. So kommt mir das auf jeden Fall vor. Die sehen viel lebendiger aus, wenn man das so sagen kann. Und diese Pflanze kommt aus dem Baum raus. Das ist ein bisschen falsch. Aber insgesamt gefällt mir das wirklich sehr gut. So, und wenn ihr ein paar Patches habt, die am besten auch noch deutsch sind, dann könnt ihr das natürlich immer in die Kommentare hauen. Ihr habt gefunden, verfluchte Mine. Oh, das hört sich aber nicht schön an. Also wenn es ums Patchen geht oder irgendwelche Mods, dafür bin ich immer gerne zu haben. Es gibt so viele coole Mods für diese The Elder Scrolls Reihe, das ist schon der Hammer. So, was ist denn da unten? Nur wieder überall Beeren, Sträucher und dergleichen. Wir gehen einfach hier quer Richtung Quatsch und freuen uns darauf. Ein bisschen weiter in der Hauptstory zu kommen. Wir haben ja viel in den Nebenquests gemacht, jetzt für die Magiergilde. Ah, ich wollte doch noch zur Kämpfergilde, ja. Das ist die Uhrzeit, meine Lieben, tut mir leid. Das werden wir aber auch noch machen. Ich meine, wir sind ja ein Krieger, also mehr Krieger als Magier. Deswegen ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir erstmal ein bisschen was für die Magiergilde machen und anschließend was für die Kämpfergilde. Aber das werden wir auf jeden Fall auch bald machen. So, ich mache mal kurz ein Headset ein bisschen lauter. So, ist die Musik ein bisschen lauter, weil die ist echt schön gerade. Ich liebe die Musik von Oblivion. So, da unten auf der Karte können wir erkennen, dass wir da hinten was finden. Anscheinend wieder irgendein Schrein. Diesmal ist es der Schrein von Meridia. Aha.
Können wir wenigstens mit dem quatschen? Nicht so wie bei dem Schrein von Clavicus. Da konnten wir ja nicht. Wir sind ja nicht würdig genug. Erstmal quatschen wir hier mit den Typen. Na, du? Das Leben ist ein Segen und der Tod ist nicht das Ende, aber nur, wenn die Seele unverdorben bleibt. Danke. Alle Dinge sprechen die Sprache des Lebens, sogar die Knochen aus der Erde. Danke für diese weisen Sprüche. Und wo ist der Letzte? Da war doch noch einer. Du bist bestimmt hier der Boss. Was wollt ihr von Meridia, der Herrin der unendlichen Energien? Ja, erzähl uns mal mehr darüber. Ihr tragt den Funken des Lebens in euch und ihr seid willkommen hier in Meridias Schrein. Möglicherweise wird sie zu euch sprechen, wenn ihr die Voraussetzung erfüllt. Ihr müsst etwas an diesem Schrein opfern. Meridia fordert Tribut in Form von Überresten ihrer Feinde, der Untoten. Ja, wir haben ein bisschen Knochenmehl dabei. Reicht das? Ein paar Gerüchte? Was wir tun, ist vollkommen... keine Ahnung. Möge die Herrin eure... Das war zu schnell. Naja, erstmal hier Schrein von... oh ja, ist das geil mit der Sonne. Das ist auch dazu gekommen, dass die Sonne jetzt so leuchtet, finde ich sehr geil. Auch mit diesem Effekt, dass wenn man dann irgendwo vorsteht, dass die Sonne dann nicht mehr so leuchtet. Hammergeil. So. Medaria, keine Ahnung, Powerful Champion. Ah, schon wieder? Also, anscheinend müssen wir ja echt... die Arena meistern, bevor wir hier, diese Schreine aktivieren können. Finde ich ja nicht so schön. Was ist das denn für eine coole Pflanze? Nehmen wir mal direkt mit. Ah, da ist noch eine. Und irgendwo ist ein Viech. Wo denn, wo denn, wo denn? Da. Ein Bär. Oh je. Westebene Schwarzbär. Wow. Wow, 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 macht der Schaden. Aber wir auch. Und unten rechts war irgendwo noch ein Viech, so wie ich das gerade aus dem Augenwinkel gesehen habe. Hey. Oh Gott. Bärenzähne aus der Westebene. Aha. Ein paar Heiltränke wären jetzt sehr schön. Federtrank. Ah ja, geil. Als wir den hergestellt haben, war ich so happy. So. Und einen noch. So, den Rest können wir mit unserem Zauber hier machen. So, wann ist es voll? Das finde ich ein bisschen doof, dass das jetzt so komisch gemacht ist. Mit der Lebensenergie da unten. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? So, hier sind noch überall Pflanzen. So, offscreen werde ich dann wahrscheinlich jetzt bald mal ein bisschen, schauen, was für coole Tränke wir herstellen können. Und die besten schreibe ich mir dann raus. Also das werde ich auf jeden Fall machen. So, was ist das da hinten? Da können wir unsere Magiepunkte, glaube ich, hoch boosten. Für eine gewisse Zeit. Aber das ist ja jetzt nicht so unbedingt notwendig. Quatsch ist ja auch noch ein bisschen entfernt. Und vorher machen wir einen kurzen Abstecher da zu diesem... zu diesen Häusern. Und da links war auch noch irgendwas. Wir haben schon so viel entdeckt, aber sind nicht hineingegangen. Tja, wie ich mir das merken soll, wo wir schon waren und wo nicht, das frage ich mich auch. Weil das wird ja leider nicht angezeigt auf der Karte, wo man schon war und wo nicht. Wenn es dazu einen Mod gibt, dann sagt ihn mir bitte. Das wäre wirklich herzallerliebst, wenn es sowas geben würde. Egal ob Englisch oder nicht. Es reicht mir auch, wenn da nur ein Haken ist oder sowas. Das wäre schon schön. Ah, hier sind hier ist zweimal Nierenwurz. Wie bitte? Alter Schwede. Das ist sehr geil. Aber wie groß. Habe ich gar nicht in Erinnerung, dass Nierenwurz so fett ist. So, was waren nochmal die Quests bei, für Nierenwurz? 10-mal brauchen wir die schöne Pflanze, oder? Ich schau mal eben. Fischen gehen, ja. Wer weiß, was wir da, wann wir diese Quest fertig machen können, weil ja irgendwie das da verbuggt ist. So, der Alchemist, mit dem ich gesprochen habe, hat mich an der Sindarin ins Gingrad verwiesen. Anscheinend hat er sich mehr auf den pflanzlichen Aspekt der Alchemie spezialisiert. Ich sollte die Nierenwurz zu ihm bringen. Aha, okay, anscheinend... habe ich das vergessen, dass wir ins Gingrad da mit jemandem reden wollen? Das machen wir aber auch alles noch. Wir haben doch Zeit. Wir haben Zeit.
Und schade, dass wir die ganze Zeit nur unreine Perlen finden. Dafür haben wir hier zweimal Nilwurz gefunden. Das macht die ganze Sache schon wieder viel, viel besser. So. Ihr erntet mit Erfolg, ja. Wasserhü... Kann ich nicht mehr lesen. Ihr habt gefunden Scherbenfels. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Alter. Braune Kanne lassen wir mal da. Na, wer bist denn du? Ich wünschte, ich könnte gastfreundlicher sein, aber ich bin etwas abgelenkt. Ich habe ein Problem mit Bären und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wir können helfen. In letzter Zeit wurde meine kleine Schafherde einige Male angegriffen. Ich hoffte, dass das Problem durch den Bau eines Zauns gelöst würde, aber das hat gar nichts geholfen. Dann, eines Tages, als ich gerade das Haus verlassen wollte, sah ich die Übeltäter. Eine Gruppe Bären aus der Westebene schleppte ein totes Schaf davon. Ich kann diese wilden Bestien auf keinen Fall alleine vertreiben. Wenn ihr ein paar von ihnen töten könntet, würden die anderen wahrscheinlich einfach weiterziehen. Ich sage euch etwas. Tötet 6 der Biester. Bringt mir ihre Reißzähne als Beweis und ich werde euch großzügig entlohnen. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Werden wir auf jeden Fall tun. Einen haben wir ja schon erledigt. Ich habe mir den ersten Westworld-Bärenfang von einem Bären beschafft, der Torley Schafe bedroht hatte. Torleys Schafe, das da möchte ich nicht unbedingt aussprechen. Diese Mission aktiv schalten. So. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das doof ist. Aber was haben wir denn hier? Mais anscheinend. Das schnappe ich mir gleich. So, schade, dass die Bären auf der Karte nicht aktiv sind, aber ich schätze mal, die sind hier im Umkreis dieses Häuschens. Und da vorne ist auch schon wieder eine. Schaut mal. Ich glaube, die Mission haben wir schnell erledigt. Ich hoffe, das ist nicht so wie mit den Fischen. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Die sind aber auch schon ein bisschen stärker, ne, die Dinger hier. Immer schön... Hey. Oh Gott, wenn diesen... Oh, was ist das denn jetzt? Wenn die so einen Schmetterschlag machen, dann kommen wir immer so in... Wow. Ich renne mal ein bisschen weg und heil mich mal. Alter Schwede. Also die machen echt gut Schaden. Das sind schon härtere Viecher. Bäh. Natürlich. Ich treffe mich direkt nochmal. Das ist jetzt natürlich sehr toll. Und wenn der uns jetzt getroffen hätte, das wäre es gewesen. Hundertprozentig wäre es das gewesen. Ja, das war's mit unseren Tränken. Kumpel, kannst du uns vielleicht helfen? Das wäre sehr schön. Die Schafe rennen sogar weg. Wie geil ist das denn? Okay, sehr schön. Hier können wir rüber. Okay, nicht, dass der jetzt stirbt. Ich habe nicht gespeichert. Okay, der ist fertig. Sehr schön. Hey. Oh nein, nicht schleichen. Oh Gott. Das war die falsche Taste. Oh nein, oh nein. Wir leben noch. Aber nicht mehr lange. Komm schon, lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Oh mein Gott. Die Schafe rennen alle weg. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Also der Typ hat echt Wumms drauf. So, wir haben den zweiten Zahn. Ich dachte, das wäre unser erster Tod jetzt, aber wir haben nochmal richtig krass Glück gehabt. Und die Schafe kommen hoffentlich alle wieder. So, da haben wir unseren dritten Zahn. Drei fehlen noch und ich hoffe, dass wir das heute noch... Nein, ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Wir sind schon bei 20 Minuten. So, hat er jetzt irgendwas... Ich weiß nicht, woher diese Bären kamen und warum sie gerade mein Haus angriffen, aber ihr müsst sie vertreiben. Okay, er hat, ich denke mal, die Schafe kommen zurück. Ja, da hinten sind sie schon. Und da kommen sie auch langsam wieder Richtung Zaun. Das sind aber nette Schafe. Ja gut, dann sammle ich hier noch schnell die ganzen Bären ein.
Und ja, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Okay, waren wir schon. Hier haben wir die ganzen Nierenwürze gefunden. Nierenwürze, ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Bär. Schön in Deckung bleiben. Also, da wissen wir ja, was wir im nächsten Part machen. Dann machen wir erstmal hier dieses Bären-Ding gar aus. Und hoffen, dass uns der Mann vernünftig entlohnt. Auf jeden Fall hat er uns das versprochen. Naja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss!